folgende Situation sollte vermutlich den meisten von euch bekannt vorkommen. Vor allen Dingen, wenn ihr jünger wart. Ihr wolltet irgendwas Neues, Spektakuläres zocken, aber ihr wart pleite. Jetzt könntet ihr euch natürlich eure Pumpgun schnappen und zur nächsten Bank gehen und das Problem lösen, aber wir unterstützen keine Kriminalität auf diesem Kanal, also bitte nehmt das nicht als Anlass, irgendwas Dummes zu tun, danke. Stattdessen hat man auf Demos zurückgegriffen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Demo, die ich extrem viel gespielt habe, war die Runabow-Demo auf der Wii U. Das war ein seltsames Spiel, das eine Mischung aus Rhythm-Game-Plattformer und bunten Farben war. Und dementsprechend dachte ich, hey, die Switch, die hat doch mit Sicherheit auch Demos. Also spielen wir ein paar Switch-Demos. Das klingt nach Spaß. Erinnert ihr euch noch an dieses Spiel, das aktiv seine Zielgruppe im Trailer beleidigt hat? Faster and stronger and make the bad guys cry like an anime fan on prom night. Fucking Weeps. Anscheinend gibt's davon eine Fortsetzung. Wir können der Mighty Number 9 Boy sein? Oder Cloud? Oder die sieht aus, als wäre sie aus irgendeinem kostenlosen Steam-Puzzle-Game. Ich glaube, wir spielen Mighty Number 9, weil das ist Mighty Number 9 whatever. Piu, piu, piu. Wir können schießen, wir können springen. Das klassische Mega Man-Gameplay. Oh, eine Erdbeere, wie in Celeste. Sie haben sich anscheinend für einen sehr viel pixeligeren Look entschieden als noch im ersten Teil. Er war mehr so hässliches 3D-mäßig. Ich kann die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Das hier sieht wesentlich besser aus. Nein, es ist ein Recycling-Container. Das Zeichen ist grün, der Name ist fies. Das nenne ich Gries. Keine hat auch nur irgendeine Chance gegen die Kraft von Mighty Nummer 9. Ich frage mich, was mit Mighty Nummer 1 bis 8 passiert ist. Ah, shittig. Ah, noch mehr Recycling. Noch mehr Gries. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Böse Granaten. Bitte. Zieh nicht auf mich. Danke. Hilfe. 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 Ich bin doch nicht gut in Mega Man. Ich glaube, sie macht die Demo mit Absicht ein bisschen leichter, damit man mehr Lust hat, das Spiel zu kaufen. Oh, ich habe ein Schutzschild. Und von dem Ding halte ich mich fern, weil das schießt auf mich. Oh nein! Granate! Okay. Man könnte meinen, da wäre ich suboptimal ausgewichen, aber das wäre fies, das zu behaupten. Ach, lassen wir den Boy leben. Wir gehen einfach. Wir sind gar nicht auf dich angewiesen, auf deinen Kill. Okay, ich kontrolliere jetzt dieses Teil. Das gefällt mir nicht. Kann ich schießen hier dran? Oh, ich kann schießen, während ich hier dran hänge. Das ist gut. Oh, ich glaube, es ist Boss-Time. Oh, es ist sowas von Boss-Time. Wer wird mein Gegner sein? Oh nein, ist das Ding, das vorhin auf mich geschossen hat. Das ein bisschen aussieht wie eine Kombination aus Straßenarbeiter und Armadillo. Komm her. Piu, piu, piu. Oh nein, es wird meine... Lass mich in Ruhe! Verpiss dich! Ich hab eine gute Taktik, ich schieße jetzt einfach ganz doll auf es. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Lass den Straßenarbeiter damit nicht durchkommen. Au! Der kam plötzlich auf mich zugeflitzt, habt ihr das gesehen? Schon, komm schon, komm schon. Yes! Wir haben ihn besiegt. Ach, das kenne ich, das ist eine Anspielung in dieses eine DuckTales-Spiel, was nicht DuckTales ist, sondern Duckwin. Duck! Fuck! Alter, ich habe ein Schutzschild. Warum schützt mich mein Schutzschild denn nicht? Alter, was für ein nerviger Typ. Er hat einen Flammenwerfer dabei. Mich hat nicht mal der Große besiegt, sondern der Typ, der da oben abhängt. Fucking Gorilla-Roboter. Das Originalspiel soll ziemlich kacke gewesen sein, aber das hier macht Spaß. Das überrascht mich selbst, das hatte ich nicht erwartet. Ah, da ist schon wieder so eine Recycling-Tonne im Akro-Mode unterwegs. Au! Bleib weg. Ah, die Granate kommt zu mir. Hilfe. Ah, lass mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe, ich will hier nur durch. Ah! Das ist der Grund, warum ich kein Mega Man spiele. Ich bin nicht gut darin. Oh nein! Ein Obdachloser. Mit einer Waffe. Was zum... Au. Ich wurde erschossen. Wie schieße ich denn?
Ach so, schieße ich. Ich muss einfach den Schussknopf drücken. Jetzt wurde ich von denen erschossen. Was soll denn das? Ich war hier einfach nur normal in der Bahn unterwegs. Wie springe ich denn? Au. Ich verstehe schon, das ist eins dieser Trial and Error Games. Das ist ja toll. Fick dich. Der hat sich geduckt. Ich würde immer noch gerne hinterfragen, warum die Leute hier einfach auf mich schießen. Ich habe niemandem was getan. Also bis sie auf mich geschossen haben. Ich kann auch nach oben schießen. Kann ich die Leute da oben loswerden? Ja, ich gehe weiter. Heck mit euch. Mir gefällt das optisch, muss ich sagen. Abstecher! Kinderschänder! Der sah aus wie ein Kinderschänder. Noch mehr Kinderschänder! Schändet mich nicht! Geht! Nein! Nein! Lass mich alle in Ruhe! Oh Gott, ich bin so gut! Ich sehe nichts! Fucking Shadow Level! Hilfe! 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 Hör auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Hilfe! 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 Oh lol! Das ist das jährliche Kinderschänder-Treffen, habe ich das Gefühl. Aber. Piu, piu, piu. Ihr habt meinem Land einen großen Dienst erwiesen. Da oben! Da oben! Sie kommen vom Dach rein! Oh nein. Wie soll ich da weiterkommen? Nein, die Kinderschänder wieder. Oh nein, sie haben mich geschändet. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe Bahn fahren. Verflucht doch mal, haltet Mindestabstand. Au! Fick euch. Okay, das ist neu. Ah! Okay, letzter Versuch. Da müssen wir zugeben, dass... Okay, wir kommen gegen die Kinderschänder nicht an. Au. Ihr liest richtig, das hier ist ein Game, das die zwei beliebtesten Sportarten der USA vereint. Kung Fu und Kickball. Kickball ist sowas wie Fußball-Baseball. Ich meine, wenn es einen Drei-Spieler-Modus gibt, dann können wir den auch zu dritt spielen, oder? Ich spiele Krillin. Warum gibt's Krillin in dem Spiel? Wie bin ich hierher gekommen? Hallo? Warte, was? Ich dachte, ich bekomme einen CPU-Partner oder so. Ihr spielt jetzt einfach zu zweit gegen mich. Das ist ja absolut fair. Ich bin überfordert, aber das bin ich ja immer. Hoffe ich zu hauen. Ich werde dich. Was? Oh. Ja, ein Tor. Gut gemacht. Mein Lieblingstor. Nein, ich finde das Spiel vom Konzept her lustig. Erinnert mich an Kung Football aus Rayman. Legends. Einfach, du trittst und versuchst, einen Ball ins Tor zu treten. Warum spielen wir beide in derselben Gewichtsklasse? Du bist doch mindestens 2000 Jahre alt. Was hat das mit Gewicht zu tun? Leute werden im Alter leichter. Deswegen fliegen so viele Senioren immer nachts durch die Straßen. Genau. Ah. Wie überraschend, die Leute, die zu zweit spielen, führen. Ah, Tor ist ein Tor. Nein! Blaukraut ist Blaukraut. Hallo? Oh, gut, dass ich dich getroffen habe. Das ist ja gar nicht unser Tor. Ich war auch gerade etwas verwirrt, was du vorhattest. Ja, aber du hast irgendwie... Zu meiner Verteidigung, ich habe vorhin noch rot gespielt. Also das ist eine Umstellung, wenn plötzlich aufs blaue Tor geschossen werden soll. Das ist schön. Ich fühle mich besser, wenn ihr auch nicht trefft. Oh, in der Luft, man kann so eine Stampfattacke machen. So, boom. Lass mich doch vorbei. Ich halte dich gerade ein bisschen auf. Dezent, ja. Produktiv. Yes, yes. Ey, ihr habt die Stampfattacke entdeckt. Das ist doch schön. Das ist doch cool. Ich finde, das ist ein sehr charmanter Pixel-Style von dem Spiel. Du hast nicht mal auf den Ball geziert, was mir einfach nur nicht weiß. What? Wie war das kein Tor? Du hast vorbeigeschossen. Kann ich mal. Oh. Beachte nicht, dass ich da drüben mit jemandem statt und die Luft geschlagen habe. Na, nein! Hilfe! Oh nein, diese fucking Zähne, Alter. Zähne? Ach so. Da beißt man sich doch die Zähne dran aus, haha. Blick ins Tor. Ja, das mit dem schlechten Wortwitz. Was soll denn das? Ich dachte, wir verprügeln ihn jetzt. Aber du hast mich... Alter, du hast das ganze Team mit einem Kick ausgeschaltet.
cool. Ich meinte tatsächlich auch Bleist. Jetzt werde ich sehr beeindruckend, wenn einer von uns beiden das ganze gegnerische Team mit einem Kick ausschaltet. Alter, du hast das ganze gegnerische Team ausgeschaltet. Weg damit! Nein, komm schon, kill ihn! Aber. Yes! Lass dir das doch nicht bieten von Bulma. Bulma? Keine Ahnung, das Spiel schreit Dragon Ball für mich. Achso, nice. Cool. Fetter Mistkopf ist im Weg. Bleist hat gerade irgendwie so eine halbe Minute lang versucht, ein Tor zu machen. Ich immer wieder hin und her und du machst einfach so in 2 Sekunden rein. Okay, ich dachte, wenn ich dieses Video schon mache, dann können wir es eigentlich nicht spielen ohne die populärste Demo der letzten Jahrhunderte, wenn nicht sogar Monate zu spielen, und zwar Miitopia. Das Spiel, wo man Miis baut. Ja, ich würde den komplett neu erstellen gerne. Okay, doch, ich stehe unter Druck. Ich muss jetzt einen besonders eleganten Typen gestalten. Ich bin tatsächlich nämlich neugierig. Ich habe, so wie ich es angehört habe, dachte ich immer, Miitopia wäre irgendwas, was mir super am Arsch vorbeigehen würde. Aber vielleicht kann mich diese Demo vom Gegenteil überzeugen, weil die Leute hypen es irgendwie in letzter Zeit. Argloser reist auf Wanderschaft. Es ist naja. Er ist alleine ohne ein bestimmtes Ziel. Denn das hat er gar nicht nötig, er ist viel zu lässig dafür. Oh nein, unser ruchloser Held hat eine neue Stadt erreicht. Wow, das sind sehr gut aussehende Einwohner hier, möchte ich doch mal anmerken. Ich kann einfach jeden Charakter mit demselben Mie besetzen. Oh, hallo, junge Dame. Es ist die besorgte Mutter Raki. Auf damit, Raki. Diese Stadt hat Schizophrenie. Oh, ich find's mir zu lustig. Also hier ist übrigens Rakihausen. Wir sollten mit dem Bürgermeister reden. Ich frag mich, wer das sein könnte. Ah, hi, Raki. Merkt man, dass ich ein bisschen selbstverliebt bin? Oh nein, es ist Lord Raki. Der dunkle Fürst. Was hast du gegen die anderen Rakis? Was ist dein Problem? Nein, nicht ihre schönen Gesichter. Sie waren doch alle so einzigartig. Schönes Gesicht von Raki. Oh nein. Jetzt kann sie mir nichts mehr zu Ohr säuseln. Nur für seine seltsame Beziehung, mein Freund. Kann ich jetzt auch irgendwas noch verprügeln oder so in der Demo? Oder kann ich mich nur noch mehr mit mir selbst beschäftigen? Lass uns rausziehen in die Welt und die Rakis rächen. Meinst du vielleicht das hier? Ich weiß nicht genau, die sehen sich irgendwie alle ein bisschen ähnlich. So klinge ich auf jeden Fall. Wir sind im Mii Plaza gelandet. Ich bin Koch. Das ist mir nicht schwer gefallen. Seht ihr diesen Schnurrbart? Das ist der Schnurrbart eines Koches. Warum trage ich so seltsame Hosen? Oh nein! Jetzt wird lässig ausgewichen. Au. Wo hat er mich trotzdem noch gehauen? Irgendwas mache ich falsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel richtet sich an eine eher junge Zuschauerschaft. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Gag mit dem, deine Mies spielen irgendwelche Charaktere, dass der spätestens an der Stunde eigentlich ziemlich langweilig wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, sowas würde besser als kleines Minigame funktionieren, vielleicht maximal 2 Stunden, aber ich glaube, das soll irgendwie 40 Stunden oder so gehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und zumindest von dem, was ich bisher so gesehen habe, wirkt es irgendwie nicht so, als könnte es dem gerecht werden. Alter Falter! Es ist ein alter Falter! Oh Mann, es ist Kochassistent Raki! Es wird Zeit, gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Zeigen wir es ihnen, wir sind die kämpfenden Köche von Barati. Es verträumt. Das falsche Ziel angegriffen. Okay, von mir aus. Ihr seid nicht so lässig wie ich.
Der steckt halt ein. Ich kann automatischer Kampf aktivieren. Wow, das Spiel spielt sich echt von selbst. Nein, du kommst nicht mit. Spiel auf, die Option zu geben, wenn sie nicht funktionieren. Nein! Die laufen automatisch. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von rundenbasierten Kämpfen. Er hat eine Banane gefunden. Er sollte einen Poolstream machen. Es ist ja super langweilig. Warum ist das so langweilig? Ist nicht das, was ein RPG gerade spaßig macht, dass man irgendwie durch die Gegend läuft und erkundet und irgendwas anderes macht als einfach nur rundenbasierte Kämpfe? Okay, ich glaube, ich hau dich mit der Bratpfanne. Dann weißt du, was Raki da machen würde? Er würde dich mit der Bratpfanne hauen. Wir haben Scheiße, wir haben den Kobold gegessen. Shit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich würde dich gern dahin packen und mich gern da rein. Wir teilen uns ein Zimmer, okay? Wir erzählen uns Gruselgeschichten. Ja, ich glaube, ich würde dann auch mit der nächsten Demo weitermachen. Ich habe tatsächlich jetzt nicht wirklich Bock bekommen, mir Miitopia zu holen. Es ist ungefähr genauso langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hey, das bedeutet, ich hatte recht. Yeah! Da hast du recht. Es ist Fitnessboxing 2. Weil wir haben draußen angenehme 21 Grad im Schatten. Das heißt, optimale Voraussetzung, um ein bisschen Sport zu treiben. Ich drücke einen Knopf, um fortzufahren. Hallo? Ich liebe dich. Das freut sie, ja. Janice wird mich heute trainieren. Wir werden heute das Vollste aus unserem Körper rausholen. Ja, ich habe genügend Bewegungsfreiheit. Das Einzige, was ich hauen könnte, ist das Mikrofon. Ha! Yes! Warte, das ist eine Vorführung, oder? Shit. Irgend Paul schneide ich an, ich bin auf dem Weg zu dir. Aber weh, du klaust meine Mütze. Ach wirklich, es funktioniert mit der anderen Hand genauso. Das überrascht mich ja jetzt. Das Spiel hält mich für einen Idioten. Janice hält mich für einen Idioten. Machen wir in 10 Minuten Workout und schauen, ob ich danach noch lebe. Janice! Komm schon, lass uns loslegen, ich bin heiß. Lass uns boxen. Ich fühle mich hier richtig Candy Cohawk Marshmallow mäßig. Ja, ich weiß, was wir hier machen. Ich habe gerade erst das Tutorial gespielt, Janice. Hilfe! Überfordert! Boxen ist ein guter Sport, um abzunehmen. Ich höre, die Leute verlieren dabei immer mal wieder gerne Zähne oder Ohren. Ich meine, jede Art von Gewichtsverlust ist Gewichtsverlust. Vielleicht werde ich meinen Joy-Con in den Fernseher schmeißen. Oh, das war richtig verkackt, oder nein? Hab ich noch nie so fit gefühlt. Ja, sehen wir uns die Ergebnisse an. Wie fit bin ich? 8:30. Das tut weh. Janice! Warum tust du mir das an? Hey, Kaltziffer, hast du Lust, den neuen CatDog-Simulator auszuprobieren? Nein. So schade, wir machen es trotzdem. Willst du Cat sein oder Dog? Beide. Oh nein. Kann ich ja gar nicht spielen. Yay, wir sind eine sehr seltsame Lebensform, aber irgendwie finde ich uns niedlich. Wir sind ein Doppeldackel. Wir sind ein Haustier, das nie auf die Toilette muss. Sicher, dass es das nie muss? Hoffen wir doch. Hui! Oh, wie lang wir sind. Gibt es ein Maximum? Ah, Hilfe! Komm da raus, Katze, ich sehe dich. Kannst dich nicht in der Avocado verstecken. Oh mein Gott, ist hier wirklich eine Katze drin? Das ist ein Geist. Ich habe ihn mitgenommen. Lass ihn los. Entschuldigung. Hier ist Popcorn. Oh, ich hab's gegessen. Oh, nein. Jetzt hat er auch einen Hut. Oh, das ist wie eine dieser Murmelbahnen im Wartezimmer von irgendeinem Arzt oder so. Oder im Schuhgeschäft, da standen die auch häufiger rum. Einfach in so Ecken, wo Erwachsene ihre Kinder abladen mussten. Geronimo! Ich hab die Kisten umgetreten mit meinem Kopf. Jetzt ist er glücklich. War nicht vorhin. Okay.
Weißt du, an was mich das atmosphärisch irgendwie so ein bisschen erinnert? Ja. Adventure Time? Mhm. Ah, du hast es auch. Ja. In unserem Sinn führt's uns zu fremden Welten hin. Oh, ist die Disco-Welt. Lass uns Pizza essen. Ich will Pizza. Pizza, 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 Pizza. Glaub nicht, dass wir die essen können. Doch, natürlich. Ich hab sie gegessen. Du schlaggerst. Oh, da ist ein wackelwabbelarmiger Windhosenkamerad. Siehst du ihn? Der ist glücklich. Oh, nein! Hilfe! Also, du hast nichts gesehen, Mr. Wackelwabbelarmiger Windhosenkamerad. Oh, guck mal, wie schüchtern sie hin und her tanzen. Ja, Mülleimer Popcorn, das ist das beste Popcorn. Ja. Ich will all das Popcorn wegschnabulizen. Ihr Klumpen ist zurück. Müssen wir jetzt erstmal wieder abtrainieren gehen. Oh, wir müssen jetzt bowlen. Home Run. Weiß nicht. So nennt man das beim Bowling. Weil wenn der Typ mit der Bowlingkugel wirfst, dann willst du lieber nach Hause rennen. Ja, in der Tat. Oh, ich bin eine Taschenlampe. Nimm das böses Blubberzeug. Der bewegt sich. Der beobachtet uns, mir gefällt das nicht. Der bewegt sich mehr als mir lieb ist. Also überhaupt? Ja. Ganz vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Vorsichtig? Ja, oh, nee, es ist eine Eule. Okay, sie hat's bemerkt. Ich würde mir Sorgen um die Teddy hinter dir machen, Eule. Ja. Oh, die Teddy, sie schlafen. Du willst nicht schlafen, du willst wach sein. Was sind Schlafen? Wie wenn mein Hund hat die morgens raus wollen. Oh, jetzt müssen wir durchs Traummeer rudern. Mir gefällt die. Das ist, glaube ich, besser meine Lieblingswelt. Siehst du die ganzen Fischis? Das erinnert mich an It Takes Two. Da gibt es auch ganz viele Fischis. Ja, das stimmt. Und da braucht man zwei. Ja, so wie hier. Hilfe, ich habe losgelassen. Weil ich immer vergesse, dass ich die Taste auch loslassen kann. Ja. Boah, wir haben es geschafft. Jetzt fliegen wir zum Mond. Okay. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Verschwinde. Okay. Wir haben eine durchaus abwechslungsreiche und spaßige Reise hinter uns, würde ich sagen. Also, was waren so die Highlights? Ich glaube, Kung Fu Kickball hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, was wir zum Schluss gespielt haben, Fox. Das hat Potenzial, das würde ich mir am ehesten sogar holen. Und beim Fitnessboxing habe ich mich verliebt und ein bisschen Sport getrieben, ist auch was Nettes. Ich bin verliebt. Ich glaube, die größte Enttäuschung war Miitopia und ich habe nicht mal was erwartet, also glaubt dem Hype nicht. Dieses Spiel wirkt nicht so, als würde es sonderlich unterhaltsam werden, aber was weiß ich schon. Ihr könnt euch von mir aus auch Speed Limit holen. Ja, Speed Limit. Das habe ich gespielt. Diese verdammten Kinderschänder. Oh.